Willkommen zu Durchblicke, meinem Podcast zu Beratung, Coaching, Beziehung, Liebe, Singles, Persönlichkeit und anderen Lebensbereichen. Ich bin Michael Mari, Berater, Autor zahlreicher Bücher und E-Learning-Kurse. Die Journalistin Angela Kant interviewt Michael Mari zum Thema Partnersuche, erste Dates. Hallo Michael, heute möchte ich mich mit dir über das Thema Partnersuche unterhalten. Da hast du ja eine ganz spezielle eigene Meinung grundsätzlich zu dem Thema und sagst gerne oder formulierst gerne die These, Single kann kein Zufall sein. Was meinst du denn da eigentlich mit dem Thema Zufall in dem Zusammenhang? Ja, die meisten Singles, die dauerhaft suchen, und wir reden ja hier oder ich rede hier über dauerhaft suchende Singles, Singles, die Kontakte haben, die Dates haben und trotzdem alleine bleiben. Und da sage ich eben, das ist doch kein Zufall. Weil die Singles selbst glauben ja, sie haben den Richtigen nicht gefunden, die Guten sind alle schon vergeben, das sind all diese Erklärungen. Und ich sage, nee, das ist kein Zufall, dass ihr alleine seid, das ist Ergebnis von Entscheidungen. Da habt ihr eure Hände im Spiel. Das heißt also, wenn ich keinen finde, dann bin ich selber schuld daran, oder wie? Naja, von Schuld zu sprechen macht ja wenig Sinn. Aber natürlich bist du beteiligt an deinem Alleinsein, weil du hast ja gesagt, der nicht, die nicht, passt nicht. Du hast ja vielleicht schon 10 oder 15 oder 20 getroffen, die passen alle nicht. Du hast also alle aussortiert und deshalb ist es kein Zufall, dass du alleine bist. Naja, man will ja auch nicht jeden nehmen, oder? Das heißt ja nicht, dass du jeden nehmen solltest. Die Frage ist nur, wie triffst du eigentlich deine Auswahl? Worauf begründet sich dein No-Go oder dein nee, das passt nicht? Da beschäftigen sich dauerhaft suchende Singles einfach viel zu wenig mit. Also mit ihren eigenen Kriterien. Das heißt, in deinen Single-Beratungen lenkst du die vielleicht auch dann, oder uns, wenn ich auch zu dir kommen würde, uns darauf, was ich falsch gemacht habe oder wie ich es besser machen kann? Na, ich würde nach dem Punkt suchen, an dem ein Single die Entscheidung trifft, der nicht, die nicht. Und dann danach, worauf begründet sich denn diese Entscheidung? Und dann stellt man fest, dass dauerhaft suchende Singles in den meisten Fällen das tun, was sich Schnellgerichte oder Schnellurteile fällen. Sie nehmen ein einziges Merkmal und dann sagen, das geht ja gar nicht. Zum Beispiel, was meinst du damit? Ja, die klassischen weißen Socken zu Sandalen oder Rechtschreibfehler in der E-Mail, die jemand geschrieben hat. Oder jemand hat schon zwei Beziehungen gehabt. Naja, das kann ja nur bedeuten, dass er beziehungsunfähig ist und was weiß ich nicht. Da gibt es die skurrilsten Urteile, die gefällt werden und die nicht hinterprüft, die nicht hinterfragt werden. Das heißt, es wird ein Urteil gefällt, zack, bumm, der nächste. Ja, aber glaubst du nicht auch, dass es beim Kennenlernen nicht nur um so oberflächliche Dinge geht, um die du eben beschrieben hast, von wegen Socken oder so, sondern dass man auch so ein Gespür hat, dass man sofort merkt, nee, mit dem wird das nichts? Na, du sprichst Gefühle an, aber Gefühle können ja nun sehr weit daneben liegen, weil sie sind einfach Ergebnis von Deutungen und nichts Objektives. Nehmen wir mal ein Beispiel. Im ersten Date bekommt man zwei Anrufe, er geht ein paar Schritte beiseite und spricht mit jemandem. Die Frau deutet es so, ja, der hat noch Kontakte zu anderen, der datet mehrere parallel. Und augenblicklich fühlt sie sich missachtet und fühlt eine Abneigung gegen ihn und will das Date beenden. Jetzt kommt er zurück zum Tisch und sagt, sorry, meine kleine Tochter ist allein zu Hause, sie hat Angst, ich hoffe, das stört dich nicht. Augenblicklich ändern sich die Gefühle. Die Frau fühlt Zuneigung zu einem Mann, der so fürsorglich mit seiner Tochter umgeht. Das kleine Beispiel zeigt, man darf seinen Gefühlen nicht allzu schnell vertrauen. Das heißt, ich sollte mich, auch wenn ich ein schlechtes Gefühl hätte bei jemandem oder kein gutes Gefühl, um es mal so zu formulieren, doch noch lieber auf eine weitere Begegnung oder mehrere Begegnungen einlassen und nicht sofort mich abschotten. Nur man kann ja einfach mal überprüfen, ob die Deutung, die den eigenen Gefühlen zugrunde liegt, wahr ist. Man könnte ja zum Beispiel fragen, datest du mehrere parallel oder mit wem sprichst du da die ganze Zeit? Ne? Aber das eben genau, dieses Überprüfen der eigenen Deutung. Man kann nicht deuten, man muss deuten, das ist schon klar, sonst kannst du ja nicht antworten.
Aber dieses Überprüfen der Eigendeutung, das findet nicht statt. Was bedeutet das denn, dass einer sagt zum Beispiel, ich mag keine Kunst? Und was will er eigentlich? Was drückt er damit aus? Das alles zu überprüfen und neugierig darauf zu sein, dadurch kommt man in Kontakt und in eine Beziehung. Und wenn die Beziehung dann nur eine Viertelstunde hält, ist auch gut. Ja, dann nehme ich ein Stichwort auf. Neugierde, hast du eben gesagt. Das heißt, es wäre schon besser, wenn man so eine Offenheit behält die ganze Zeit. Also, dass man nicht so sehr seinen eigenen Rastern, den man vielleicht im Kopf hat, dass man denen nicht unbedingt immer folgt, sondern sich ganz offen auf etwas mal einlässt und guckt, was sich da entwickelt. Ja, man muss sich klar sein, dass man Urteile fällt. Und genauso klar sollte man sich sein, dass die falsch sein können. Die können auch richtig sein. Aber in sehr vielen Fällen bei dauerhaft suchenden Singles sind die falsch. Genügt hinterher, nach dem 30. Date, wo Singles aussortiert wurden, sind genügt eine falsche Geste. Und man sagt, ach, das wird wieder nichts. Und dann läuft man nach Hause und sagt, es gibt keinen, die Guten sind schon vergeben und ist fest davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Wo der Mangel aber liegt, ist, dass man gar nicht in Beziehung gegangen ist. Natürlich kann ich auch jemanden, der strange erscheint, fragen, nehmen wir mal zwei Treffen sich und einer sagt, also ich suche eine Frau, die dem traditionellen Frauenbild entspricht. Ja, anstatt jetzt aufzustehen und zu sagen, dann wird das wohl nichts mit uns, kann man ja auch sagen, was meinst du da eigentlich mit, was verstehst du denn darunter? So würde zumindest ein interessantes Date. Man würde nach Hause gehen und sagen, ich habe vorhin eine merkwürdige Begegnung gehabt, aber ich habe was zu erzählen darüber, ich habe was erlebt. Ich habe noch einen Mann getroffen, der alten Rollenbildern folgt. Das heißt, man geht nicht enttäuscht nach Hause, sondern sagt, ich habe zumindest einen interessanten Abend verbracht. Aber genau diese, sagen wir mal, Fähigkeit, die eigenen Wertungen zu hinterfragen und die Deutungen anderer kennenlernen zu wollen, auch die Bedeutung, die Dinge für andere haben, kennenlernen zu wollen, das ist bei dauerhaft suchenden Zielen, kommt das viel zu kurz. Und deshalb wird sehr schnell aussortiert und das Ergebnis davon ist eben, man ist allein. Ja, dann habe ich vielleicht sehr viele Dates und am Ende doch noch keine Beziehung gefunden. Ja, du willst eine Beziehung finden und ich sage dir, dass du keine Beziehung finden wirst. Nirgendwo liegt ein rum. Da liegt kein Paket rum, was man aufmacht und dann springt die Beziehung raus. Eine Beziehung will aufgebaut werden. Aufgebaut werden heißt Reaktion auf Reaktion auf Reaktion. Wenn das über Tage, Wochen und Monate passiert, dann spricht man davon, eine Beziehung zu haben. Um den Aufbau kommst du nicht drum herum. Und das ist vielleicht auch ein Schwachpunkt von vielen dauerhaft suchenden Singles, dass sie denken, es muss einfach sein. Eine Beziehung zu führen ist auch nicht einfach, einen Partner zu finden auch nicht. Also die Neugier muss da sein, die Ergebnisoffenheit muss da sein. Und wer in Dates reingeht mit der Erwartung, wenn ich da rausgehe, muss ich einen Partner gefunden haben, der kann ja eigentlich fast nur enttäuscht sein. Ne? Es sei denn, er gewinnt im Lotto. Wie wir wissen, tun das sehr wenige. Also Beziehungen muss man aufbauen. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist, wie sortiert man eigentlich aus? Natürlich kann man nicht mit jedem eine Beziehung anfangen. Irgendwann entdeckt man Dinge beim anderen, wo man sagt, da ziehe ich nicht mit. Da entwickle ich keine Zuneigung, sondern Abneigung. Das ist dann okay. Deshalb ist der beste Weg, jemanden auszusortieren, sich selbst zu offenbaren, sich selbst zu zeigen, wie man ist in einer Begegnung. Wenn man ein ängstlicher Mensch ist, dann kann man das durchaus zeigen. Kann man sagen, ja, ich bin ein ängstlicher Mensch. Und vielleicht sagt der andere dann, ja, ich bin auch nicht immer gerade der große, mutige Draufgänger oder so. Und schon ist man im Gespräch. Oder wenn man glaubt, man wäre ein schwieriger Mensch, kann man sagen, ich glaube, ich bin ein schwieriger Partner. Wieso? Ich muss viel allein sein. Vielleicht sagt der andere, ja Mensch, mir geht's genauso. Im Laufe der Beziehung, die man aufbaut, und wenn man eine Stunde ein Date hat, hat man ja schon eine rudimentäre Beziehung aufgebaut. Sich zu zeigen, wie man ist, um dann zu entdecken, ob beim anderen Zu- oder Abneigung entsteht. Und wenn der andere im Idealfall sich auch zeigt, wie er ist, also sich nicht verstellt, keine Nummer abzieht, nicht auf cool macht, wenn er eigentlich ängstlich ist und so weiter, um dann festzustellen, ob bei einem selbst Zuneigung oder Abneigung entsteht. Das ist der richtige Weg auszusortieren. Zeig dich, wie du bist. Vergiss alle Strategien, alle Kleiderordnungen, auf die es ankommen soll, angeblich, um den richtigen Partner zu finden. Sei, wie du bist, dann sortiert sich die Sache ganz von alleine aus.
und es ist nebenbei ein gutes Training im Zu-sich-Stehen. Ach ja, das ist vielleicht gerade ein wichtiger Punkt. Das persönliche Resümee aus unserem Gespräch wäre, dass es in jedem Fall wichtig ist, immer wieder in Begegnung zu gehen. Genau, deshalb würde ich sagen, hör auf, den richtigen Partner zu suchen, such Begegnungen. Zeig dich in diesen Begegnungen und irgendwann bleibst du an jemanden hängen und jemand an dir. Und dann hast du aber auch jemanden, der dich so will, wie du dich gezeigt hast, wie du bist. Okay, Michael, wir merken, dass Partnersuche ein richtig weites Feld ist. Aber du hast ja auch dazu ausführlich geschrieben, in deinem Buch Single kann kein Zufall sein. Ja, und dieses Buch ist unterteilt in verschiedene Abschnitte und dort gehe ich auf alle Stadien ein, vom ersten Date bis zu einer potenziellen Beziehung. Also immer den Fragen, was tue ich, wenn mir jemand näher kommt, was tue ich, wenn eine Beziehung entstanden ist und so weiter, um einfach unnötige Fehler zu vermeiden. Danke für das Gespräch. Ich danke dir. Soweit dieser Podcast zum Single-Thema Erste Dates. Weitere werden folgen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren willst, beispielsweise über meine Bücher, Beratung, E-Learning-Kurse, geh einfach auf meine Webseite michaelmari.de oder schick mir gern Themenvorschläge per E-Mail an kurse@michaelmari.de. Weitere Podcasts sind in Produktion. Am besten du abonnierst Durchblicke. Danke für dein Interesse.